Zu Beginn des Jahres 2022 möchte ich uns alle einladen zu einem bewussten Ja für unsere Zeit. Wir können dieses Ja des Herzens sprechen, wenn wir uns auf die Kooperation mit dem Geist Gottes, mit diesem guten Heiligen Geist einlassen, weil er in uns Herzensenergie aufweckt, auch das Denken frei macht, uns die nötige Freiheit schenkt, die wir jetzt auch brauchen in den vielen Herausforderungen unserer Zeit. Sei es betreffend die Pandemie, sei es betreffend die vielen sozialen Fragen, um eine Gerechtigkeit und Fairness in unserer Gesellschaft, auch um einen Blick über den nationalen Tellerrand hinaus. In vielen Lebensfeldern brauchen wir diese Kooperation mit dem Geist Gottes. Er schenkt uns auch das nötige Vertrauen, das es braucht, um weiterzugehen, um nicht Sorgen unnötig aufzublähen, auch einander zu vertrauen. Wir sind doch gemeinsam unterwegs. In diesem Jahr wollen wir bewusst den synodalen Prozess weiter fortsetzen. Es geht darum, wie gemeinschaftlich, partizipativ und missionarisch sind wir als Kirche. Das heißt, wie bewusst leben wir auch in einer Weggemeinschaft mit den Menschen unserer Zeit. In diesem Sinn erbitte ich für uns alle und wünsche Ihnen allen den Segen Gottes in Fülle. Gehen wir gemeinsam in dieses Jahr 2022.